Die SVP-Spannvorrichtung wurde als Schnellwechselvorrichtung konstruiert, um Ihnen den Wechsel von Werkzeugen in Ihren Tribos-Werkzeughaltern zu vereinfachen. Beachten Sie vor der Inbetriebnahme den Maximaldruck auf dem Werkzeughalter oder kontrollieren Sie die Wertetabelle, die auf der Vorrichtung angebracht ist. Bei der Spannvorrichtung SVP4 haben Sie die bequeme Möglichkeit, den Druck über einen Drehknopf zu bestimmen. Starten Sie dafür einfach per Knopfdruck die Spannvorrichtung und drehen Sie das Rad bis zum gewünschten Wert. Bestätigen Sie danach Ihre Auswahl einfach per Knopfdruck. Alternativ können Sie auch einen Handscanner erwerben, der die optimalen Druckeinstellungen dynamisch von den Data Matrix Codes auf den Werkzeughaltern abliest. Achten Sie außerdem auf die drei Rastflächen an Ihrem Werkzeughalter, wenn Sie den Werkzeughalter in den Reduziereinsatz einfügen. Stecken Sie danach den gesamten Einsatz in die Vorrichtung und starten Sie den Spannvorgang mit einem Druck auf den Startknopf. Wenn die Vorrichtung den erforderlichen Druck aufgebaut hat, können Sie Ihr Werkzeug mit einem simplen Druck auf die Stopptaste einspannen und Ihren Werkzeughalter entnehmen.